Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Mittwochmorgen. Einen wunderschönen. Ich habe gestern noch ein bisschen nach der Aufnahme ein bisschen weiter geschippt und bin auch schon ein bisschen weiter mit dem Silo in das Silo herangestoßen oder vorgestoßen. Ich bin jetzt auf der anderen Seite, weil hier drüben, keine Ahnung wieso, aber da hat die Folie gesagt, nee, dann mache ich nicht mit, ich senke mich hier ab. Gut. Hier drüben funktioniert es, geht auch zurück, keine Ahnung wieso es auf der anderen Seite nicht funktioniert. Verstehe ich nicht, muss ich glaube ich aber auch nicht verstehen. Aber gut, deswegen fahre ich jetzt auf der anderen Seite hier die Silage rüber. Der Fermenter ist noch nicht voll, ich glaube jetzt sind 33.000 Liter drinnen. Ja, 31, das geht schon schnell. Oh Gott, bist du vorne runtergefallen? Aber ja, bis wir da wieder mit einer vollen Schaufel da sind, hat der Fermenter schon lange wieder die ein oder anderen 100 oder 1000 Liter verarbeitet. So. Also, hier drüben merkt man kaum, dass irgendwas weggeht. Also, es geht schon ein bisschen langsam voran. Aber wir müssen natürlich dran denken, wir kriegen dafür gut Kohle. Und dafür wollen wir uns ja auch bisschen zu spät eingelenkt. Neues Feld kaufen, das heißt, für Geld mache ich das natürlich immer gerne. So, passt. Und ja, wenn wir sogar noch ein bisschen Geld über haben, dann können wir auch ein bisschen Kredit zurückzahlen. So. Ja, also man merkt schon, es geht schon ein bisschen weit weg, aber halt eben nicht ganz so viel. Wenn man jetzt gleich denkt, oh, das ist gleich ein halber Meter auf der ganzen Fläche weg. Weil es sind doch 200.000 Liter drin. Und die müssen sich, hoppala. Müssen ein bisschen langsamer ranfahren, sonst kippe ich da vorne immer runter. Was nicht ganz optimal ist. So. Zack. Aber mich hat das tatsächlich schon ein bisschen gewundert, dass der Farmer das hier sogar ohne Gewicht schafft. Aber ohne Reha, mit Reha könnte es glaube ich so kritisch werden. Oh, ich habe hier so eine Drecksfliege. Ist mir gerade mitten ins Gesicht geklatscht, Alter. Komm, wo ist sie jetzt hin? Ah. Das ist natürlich unangenehm. Nach der Aufnahme holen, Muckenbatschen, dann ist er weg. So. Ich glaube, sie hat sich jetzt irgendwo hin verzogen, weil sie nervt mich gerade nicht mehr, aber das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss sagen, eine Mücke ist nerviger als eine Schnappe. Oder eine Stechmücke. So. Muss man sagen. Sie sticht dich zu einer, doch es gibt auch Stechmücken. Also, die wo aussieht wie eine normale Mücke, die wo groß ist und die wo die haben was sticht dann. Das wo ich aber dann auch spürst. Aber bei den normalen kleinen, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn im Hochdeutschen, zu den kleinen Stechmücken. Moskito oder nicht? Doch, wir haben Moskito, sagt man. Ja stimmt, es gibt auch Moskitonetze, also ist wahrscheinlich, sagt man zu dem Teil wahrscheinlich Moskito. Ich kenne mich im Hochdeutschen nicht ganz so aus. Und ja, die hört man, also wenn die dich anfliegen, die kriegst du meistens eigentlich gar nicht mit und das nervt dich dann eigentlich auch nicht so, bis auf das, dass du halt danach einen Stich hast. Aber eine Mücke ist immer nicht ganz so angenehm. Aber wenn ich da oben auf die Uhr gucke, es wird schon noch ein bisschen dauern, bis wir erstens das Silo leer haben und zweitens, wir müssen dann noch die Schweinchen versorgen, aber das geht eigentlich relativ schnell. Weil die brauchen ja meines Erachtens bloß ein bisschen Futter, also ein bisschen Kartoffeln und ein bisschen Sojabohnen, was wir beides im Lager bereits fleißig geerntet haben. Und ich glaube, dann sind die eigentlich schon wieder relativ gut versorgt. So. Aber ja, ich glaube, das war schon eine gute Wahl, dass wir hier die
Rampe dahin platziert haben. Da kommen wir auf jeden Fall leichter hoch. So. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schätzen, wie viel ihr denn meint, wie wir von der BGA für die komplette Silage, die wir jetzt mit Ball natürlich, die wollen wir samtballen plus das, was wir jetzt hier im Silo haben, kriegen. Also ich würde jetzt mal, oder ich gebe euch mal ein bisschen Zeit und dann sage ich euch, wie viel ich schätzen würde, wie viel das Ganze gibt. Aber warte, eins zeige ich euch nochmal schnell, schon ist unfair. Oh, ich hab's erwischt. Ah. Jetzt ist er runtergefallen. Egal. Wo haben wir es denn? Silage. Da. Wir haben einen Preis an der BGA von 360 Euro, der momentan noch am besten ist. Also könnt ihr mal ausrechnen. Ich will jetzt einfach mal eine Schätzung abgeben. Wer will, kann natürlich genau ausrechnen. Werde ich jetzt aber nicht machen. Meine Schätzung wäre jetzt, also wir haben jetzt hier 200.000 Liter drinnen. Ja, ich schätze mal, oder ich gebe euch noch eine Minute. Dann könnt ihr, oder pausiert das Video dann einfach kurz, könnt ihr auch machen. Also ich gebe jetzt meine Schätzung mal ab. Ich würde mal so sagen, wir haben beim letzten Mal 40 und dann kriegen wir noch wahrscheinlich nochmal 40.000. Ich würde so sagen 120.000. Würde ich sagen, weil beim letzten Mal haben wir glaube ich so um die 40 oder 60.000 für die Ballen gekriegt. Und die Silo, was jetzt hier drin liegt, sind glaube ich 250.000 Liter und ist schon ein bisschen mehr noch als wie die Ballen an Liter sind. Zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Und deswegen sage ich so, ja, 120, 150.000 um den Dreh. Aber unter 100.000 glaube ich nicht. So passt. Also es geht schon. Also wir kommen schon rein, aber ziemlich langsam. Ich hätte das Förderbund mit aufnehmen können, beziehungsweise sollen. Das wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Aber gut, ich glaube, eine Folge halten wir noch durch. Wie viele haben wir denn jetzt insgesamt noch drin? Sehe ich das? Oh ja, wir haben schon ganz gut was rausgeholt. Das sind jetzt noch 132.000 Liter drin, das heißt, wir haben ja ein bisschen über 100.000 Liter schon raus. Ja, das ist doch glaube ich schon mal ganz gut vorangeschritten dann das Ganze. So, passt. Entweder 7 oder 51.000, ich habe es jetzt nicht ganz genau lesen können, wie viel drin sind im Fermenter. Aber auf jeden Fall über 50.000 Liter. Oh, sind wir nicht ganz voll geworden? Hallo? Ah. Ich hatte es ein bisschen zu steil. Okay. Der große Haufen schrumpft. So, also jetzt muss ich kurz gucken, wo denn. Welches Hebel sich denn hier bewegt? Ah, der da. Okay. Da ist also beim Fan der. Oh. Der Frontladerarm-Hebel. So passt. Also wir haben schon nicht allzu viel Platz hier, aber hier reinzufahren. Aber es geht. Ja, war ein bisschen Gras kaputt, aber gut. Da kann man jetzt auch nichts machen. Das steht halt im Weg, ne? So, passt. Und das auch nochmal drin. Ja, okay, jetzt sehen wir es eindeutig. 51 und vorher drin, weil jetzt sind 54 drin. Zack.
Naja, haben wir bloß noch 125 drin. Das geht schon voran. Ich weiß jetzt, ich muss mal kurz gucken, wie viel in so eine Teleskop- oder Radlader-Schaufel reingeht. Ob er oder reingehen würde. So. So, gucken wir mal kurz nach. So. Wie viel wären das denn? Teleskoplader. Ich glaube, Teleskoplader und Radlader machen nicht viel um. Oder gibt es da überhaupt so eine für einen? Eine gibt es noch die, okay. Dann müssen wir doch bei die Radlader reingucken. Dann gibt es nämlich die hier mit 7500 Liter. Da geht es dann natürlich schon ein bisschen schneller voran, ne? Was ist das? Protokolle. Gut, ne? Keine Ahnung, wie das denn forscht. Schaufelstückchen Kabel. Ja. Gibt ja auch so Schiebeschäfte, die kenne ich noch gar nicht alle. Schwere Klinke. Klinge. Schwere Klinge, ah, okay. Die ist zum Schieben, wie sie sagen, nochmal ein Schiebeschild. Okay, okay, okay. Da gibt es hier viele Sachen. Ah, die habe ich auch drin, das ist die mit 8000 Liter. Die Hochkippschaufel. Die hat auch schon viele gute Dienste geleistet, der Teil. Ah, habt ihr gerade gesehen, ist gerade ein Ticken dunkler geworden. Ah, jetzt geht es doch schon auf. Alter, ich muss bremsen. Das sieht schon zu ungesund aus. Ja, es geht jetzt auch schon auf, ist 18 Uhr zu, also auf 6. Und da wird es im LS hier, bei dem 19 auf jeden Fall schon langsam dunkel. Im 17er war es dann noch taghell. So. Bremsen, noch ein Stück drüber vor. Ja, diesmal war es gleich ein bisschen besser. Getimed das Ganze. So. Oh ja, den großen Aufnahme jetzt schon gut zurückgeschoben. Jetzt geht's wieder ans normal flache. Oder flachere. So, okay. Leicht geht er hinten ein bisschen hoch immer. Aber nur minimal. Ja, wir schippen das gerade so schnell rein, dass die BGA gar nicht schnell genug nachkommt. So, passt. Nächste Ladung. Ich weiß gar nicht, was unsere Felder denn gerade so machen. Muss ich auch mal nochmal ein Auge drauf werfen. Aber normalerweise gedeihen sie schön vor sich hin. Passt. Zack. Jetzt merkt man wieder, dass es ein bisschen besser vorangeht mit dem, was vor der Schaufel weg verschwindet. So. Ich muss sagen, für das, wie oft wir jetzt reingefahren sind, schaut die Schaufel eigentlich noch relativ gut aus. Jetzt erst 2,7% Abnutzung. Oh moin. Normalerweise dachte ich mir, es geht ein bisschen schneller, aber scheint doch nicht. Passt, wir haben jetzt noch drinnen 110, okay. Man muss sagen, sieht gar nicht mehr wie 110 aus. Aber gut, man kann natürlich auch täuschen.
jetzt gar nicht, wie viele Silage wir mit Ballen machen. Nein, wir gehen jetzt auf einen Anhänger drauf. Ich glaube, also warte mal. Wir haben vorne, also auf der Vorderachse haben wir 6 Stück, dann nochmal 6. Dann sind wir so bei 12. Dann haben wir nochmals. Haben wir 2 oder 3 Stapel? Ich glaube 3. Ja, 3, genau. Das heißt, dann haben wir nochmal 6. Dann sind wir schon bei 18. Dann packen wir hinten nochmal eine. Und dann packen wir hinten nochmal eine Ladung drauf. Das heißt, dann nochmal 3 dazu. Dann sind wir bei 21. Dann auf der Gabel haben wir auch nochmal 3. Dann sind wir bei 24. Oben haben wir auch nochmal 6 drauf. Das heißt, dann sind wir bei 30. Wenn ich mich nicht erzählt habe, bringen wir 30 Ballen mit. Das heißt, ich würde jetzt einmal sagen, wir haben 60 Ballen mit diesen Fuhren runtergebracht. Das ist wahrscheinlich ganz schlimm, plus minus ein paar halt eben. Das heißt, wir müssen jetzt einmal den Preis von 400 aus und wir haben es. Wir werden nur 60, ne? Ja, genau. Das heißt, kurzer Taschenrechner hier. Leute, Taschenrechner ist immer besser, um zu fallen und es im Kopf auszurechnen. Kann man zwar machen. Aber das heißt, 60 mal die 400. Sag ich jetzt einmal, es sind 300. Ich kann es eigentlich genau ausrechnen dann. Jetzt sind wir bei 21.600. Ah ne, warte mal. Wir müssen vorher noch was machen. Ich habe einen Fehler gemacht. Also, und zwar, ich habe den Preis von irgendwas ausgerechnet. Und zwar, wir müssen ja, wie viele in den Ballen drin sind. Das heißt, 60 mal 4.000. Das sind wir bei 240. Haben wir so viel? Es ist glaube ich der zweite Tag hier auf dem Spielstand, weil wir haben normalerweise doch hier irgendwo dieses Übersichtsmenü. Gepresste Ballen, gepresste Ballen da. 121 Stück. Da könnten wir hinkommen. Ja. Aber schon 121. Ich meine gar nicht, dass da so viele Ballen immer runterkommen, aber gut. Kann natürlich gut möglich sein. Ja, dann wird meine Rechnung eigentlich von 60 Ballen pro Anhängerladung schon aufgehen. Weil dann haben wir, wenn wir 121 Ballen haben, dann haben wir, das heißt zwei Tage jeweils 60 Ballen. Da kriegen wir gar nicht so viel. Ich dachte, es sind jetzt vielleicht 60.000 Liter oder so. Aber, ja, wenn ihr, ja klar, wenn in einem Ballen 4.000 Liter drin sind, da kriegen wir doch nicht so viel Geld, wie ich gedacht habe. Man muss schon sagen, der BGA-Preis ist ja auch der beste. Der 360 Euro, da habe ich schon mal bessere gesehen. Ich glaube, auf der gemeinen Rade haben wir einen Preis von 650 oder irgendwie sowas. Und das ist ja immer nur die Hälfte. Na gut. Aber normalerweise habe ich den Spielstand auf normal erleben. Passt. Aber gut, dann kriegen wir wahrscheinlich doch keine ganzen 100.000, sondern nur 60, nur 80 oder so wahrscheinlich. Beim letzten Mal waren es glaube ich 40, oder? Waren 40.000, glaube ich schon. Nun ist die Frage, ob sich dann die BGA noch so lohnt, ne? Ja, wirklich eine gute Frage. Ich mach's zwar gerne, aber ist halt auch viel Aufwand.
Außer, ich muss mal gucken. Weil es gibt ja auf der Karte einen Ballenverkauf. Und zwar, ob es da so ist wie auch im 17er, glaube ich, war es, dass man da einen Preis für einen Ballen war, glaube ich, bei 2 oder 3.000. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, besser als hier bei der BGA. Und ansonsten mal gucken, ob wir in andere Geschäfte einsteigen, wie Kompost oder so. Weil Stroh haben wir ja, oder können wir eigentlich gut, schnell und einfach produzieren. So. Dann müssen wir uns mal angucken. Ich muss auch mal dran denken, dass ich jetzt den, wie heißt denn jetzt, den Kompost mit draufnehmen. Weil es gibt ja, glaube ich, meines Erachtens nur bis jetzt den vom Feed. Oder gibt es noch einen anderen? Einen von Global Company? Ich glaube nicht. Also Platz hätten, wo man platzieren können, das wäre nicht das Problem. Aber wenn sie mit Silage dann wirklich nicht so lohnt. Oder was meint ihr, lohnt sich Silage? Ich weiß es halt nicht, ne? Also klar, es kommt Geld rum, aber es dauert halt auch eine Weile. Aber gut, das sehen wir ja dann. Wie viel ist einmal jetzt an? Wir spulen dann einfach, wenn wir das Silo leer haben, spulen wir mal vor und dann sehen wir es ja eh, wie viel wir denn kriegen. Oder wir müssen es dann einfach in noch größeren Mengen produzieren. Ist natürlich auch eine Variante, ne? Aber da brauchen wir natürlich dann auch erstmal mehr Felder und größere Felder. Oder auch mehr Wiesen. Und das ist halt dann wieder das andere, weil das kostet alles Geld. Dass wir, ja, wir haben zwar ein bisschen Geld, aber halt nicht so viel, dass wir uns hier jetzt ein schönes großes Feld oder eine Wiese so einfach locker kaufen können. So. Ich habe irgendwie Bedenken, dass die Folie da oben schon wieder nicht weggeht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil ich bin gerade reingefahren und sie ist nicht weggegangen. Versuch's mal ein bisschen höher. Ansonsten wäre das ziemlich blöd. So, gucken wir mal nach. Ja, das war natürlich nicht ganz so, wie es geplant war eigentlich. Unangenehm. Wenn es die davon. Ah. Was ist das denn? Ich verstehe es halt nicht, ne? Wir haben jetzt hier noch 80.000 Liter drin. Ich würde die schon gern rausholen. Aber ich kann es nicht. Also. Ja, was. Oder komm mal rein. Wirklich kann ich da gar nichts drin. Oh mein Gott. Aber. Hier sind noch 80.000 Liter drin, ich will die haben. Also, ich weiß ja nicht, aber das geht irgendwie nicht so, wie ich es eigentlich vorhabe. Ja, wenn es jetzt wirklich nicht rausgeht, dann muss ich mir die gut schreiben, ne? Weil da kann ich nichts dafür, wenn das jetzt einfach noch nicht rausgeht, weil das ist, ja. Das ist schon eigentlich jetzt. Ja. Das ist nicht so geplant gewesen, dass das jetzt auf der Seite genauso ist. Ich fahr's da nochmal rein. Ich hoffe für dich, dass du jetzt aufgehst. Ja, gut, ne? Das ist natürlich.
unangenehm. Ja gut. Ich werde dann gucken, dass ich mich bis morgen dann einen Plan überlege, wie ich das jetzt mache. Ja. Aber ja, ich darf mich dann fürs Zuschauen auch schon bedanken, liebe Leute, denn wir sind für heute auch fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch oben lassen, wäre dann natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann heute auch wieder zu einer weiteren Folge nochmal auf der Gemeinde Radio, aber das Mikro. Und ja, ansonsten dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin fällt mir hoffentlich eine Lösung ein. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.